Hallo Leute, neues Video, neuer Tag, neuer Spaß. Heute wieder mit Marcel unterwegs. Sehr schön, wir sind in der Mosel unterwegs, über Mesenich, Seenheim. Wir machen endlich mal das Gewinnspiel, was Simon mal veranstaltet hat. Mal gucken, wer alles hat. Oder er hat gesagt, 6 Leute haben mitgemacht. Wir unterschreiben noch. Wer Lust hat darauf, kann ruhig dann. Oder der Gewinner kann dann ruhig in die Kommentare schreiben. Der Gewinner kann dann einer von uns beide halt anschreiben, wenn über YouTube-Kommentare oder, weil es werden locker viele Faker noch geben, dann lieber auf Instagram, gerade mich anschreiben hauptsächlich, weil Simon hat kein Insta. Stopp Marcel, unter den Leuten wird es kein Faker geben, weil die sind ja schon vorher ausgewählt. Und zwar gab es damals Worte im Video, ich sollte die eingeben und die Leute, die die Worte richtig eingegeben haben, sind jetzt hier auf der Liste drauf. Also darunter wird es keine Faker geben. Wir werden gleich den Leuten Nummern zuteilen und dann am Drehrad hier bei Mesenich die Leute auslosen. Und das ganz demokratisch, wie ihr mich halt kennt. Das heißt, ich darf die Nummern auswählen, das heißt, freut euch schon mal auf die Verlosung, die wird komplett einfach stattfinden. Könnt ihr schon mal überlegen, wie es stattfinden könnte. Zu gewinnen gibt es ein schönes T-Shirt. Marcel kriegt heute auch sein T-Shirt. Als Mitarbeiter von Hashtag Wir sind die Reise kriegt heute auch sein T-Shirt. Weil wir haben lange drauf gewartet, da der Sommer da ist. Wir haben ein paar Tage schon natürlich verpasst. Aber auf den Moment haben wir jetzt ein bisschen hinarbeitet. Und er kriegt heute auch sein T-Shirt von mir. Und eins wird natürlich an die Zuschauer, die damals mitgemacht haben, verlost. Und das wird sehr wahrscheinlich, wer Lust darauf hat, oder der Gewinner, wenn er Lust hat darauf, kann er ja unter in den Kommentaren schreiben. Wir unterschreiben dann mit unserem Unterschriften und dann kriegt ihr das einige paar Tage später, kriegt ihr das auf jeden Fall dann an. Ich kann mal den Shot gut. Der Marcel vergibt jetzt schön die Nummern an die Namen. Er ist gerade hier fleißig durch am Rechnen und will da nichts falsch machen. Im Hintergrund ist schon das berühmte Drehrad. Da werden gleich die Wiener ausgelost und ich packe jetzt auch das T-Shirt aus. Für den Marcel, das ist hier so ein T-Shirt mit dem Logo drauf. Das gibt es einmal zu verlosen. Besser gesagt, schon mal an die Gewinner, die feststehen, die ich jetzt hier nur rum ausdrehe. Und ein T-Shirt geht an den Marcel als Mitarbeiter von Hashtag Wir sind die Reise oder allgemein von YouTube. Was ist Marcel? Habe ich noch nicht gesehen, das T-Shirt. Meins? Nein, naja, ich auch noch nicht. Mein T-Shirt. Nein, deswegen, wir haben ja lange drauf gewartet, weil es soll ja Sommer sein mit dem Winter, weil im Winter ein T-Shirt zu verschenken, landet dann direkt mit dem Rucksack. Er zieht es gleich an, also nach den Nummern, die er da vergibt. Ist ja jetzt kein offizielles Gewinnspiel, ist einfach nur eine Auslosung. Und bist bereit? Er rechnet stark nach dahin. Ganz demokratisch mit ihm, wie du bist. Naja. Irgendwann vertippt man sich und dann muss man nachher anstellen. Das ist dumm, ey. Ich glaube, ich gehe mal ein Flasch Wein holen. Marcel kriegt jetzt sein T-Shirt, da hat er lange drauf gewartet. Bist du schon bereit dafür? Ja. Aber wie du dich umziehst, schneide ich natürlich nicht rein. Also keine Erwartungen. Naja. Also schon ist das T-Shirt raus. Muss gucken, welche Größe. Da ist schon mal eins. Da musst du mal gerade gucken, welche Größe dir liegt. Welche Größen gibt es? L oder M und XL irgendwas. Ja, und wie sehe ich es? Müsste da draufstehen. Ja. Hier holen wir XL und 1. Ich hole mal. XL ist ja immer ein bisschen größer wie S, stimmt's? XL ist größer, ja. Ich hole mal lieber XL. Weil ich weiß ganz genau, dass das mir gut passen kann. Und das hier ist L. Genau. Ich hoffe, das passt hier, derjenige, der gewinnt. Ein L, aber ich glaube, die fallen noch ein bisschen größer aus wie normalerweise. Also Marcel hat jetzt das XL geschnappt. Ja. Okay, er zieht sich gerade um und dann sehen wir uns gleich mit dem T-Shirt. Tada! Neuer Mitarbeiter, herzlich willkommen. Okay. Herzlich willkommen in der Firma. Der XL passt. Kleiner Tipp. Hallo. Erstmal Papier. Ja. Wir wollen ja umweltbewusst sein. Genau. XL passt auch unter ein ganz normales T-Shirt. Das heißt, wenn ihr noch ein T-Shirt dabei habt, könnt ihr es da runterpacken. Passt alles wunderbar. Kleiner Tipp an euch. Ja, bist du bereit? Ja. Aber sieht gut aus. Muss man dann. So, jetzt bist du freigegeben. Und jetzt machen wir die Verlosung. Muss gut drehen. Naja, mal gucken. Die kannst du auch bedienen. Reicht.
Stadtmeister, da wo du stehst, ist perfekt. Gut, wir legen jetzt los mit der Auslosung. Marcel dreht am Rad. Na, wie geht's? Ja, wir essen Wein, wenn nicht schlecht ist. Mit Kaffee und Kuchen dabei. Und es wurde... Vielleicht kannst du lesen, wer gewonnen hat. Ich hab die Kamera in der Hand. Das wird spannend. 1. Mario Frink macht übrigens auch schöne Outdoor-Videos. Ja, Mario, du hast das T-Shirt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, muss man mal sehen, da du schreibst. Wir sind ja regelmäßig in Kontakt, freut mich sehr. Hast du das T-Shirt gewonnen? Wenn das T-Shirt mit L nicht passen sollte, sag ruhig Bescheid und dann. Ja. Hoffentlich seht ihr das sehr gut in der anderen Cam. Genau. Bye bye. Dankeschön und bis bald. Ciao.